So, zur Non-Stop-Kritik möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich euch jetzt so ein bisschen querbeet reinschmeißen muss in die Kritik, denn mir ist kein guter Anfang dafür eingefallen. Non-Stop habe ich mir angesehen, natürlich, weil es mein Job ist, aber auch hatte ich wirklich Spaß, zumindest im Vorhinein ihn mir anzugucken und reinzugehen, aufgrund der total abgefahrenen Kuriosität von meiner Seite aus, die diesen Film umgibt. Denn solche Filme wie Non-Stop, zumindest von der Konzeption her, werden heute einfach nicht mehr gemacht. In Sachen Hollywood und in Sachen Marketing und vor allem in Sachen Trailern. Und in meinen Augen aus gutem Grund. Denn die große Masche von Non-Stop und überhaupt die Masche der ganzen Filme des Regisseurs, der es auch Non-Stop gemacht hat, Unknown Identity, auch mit Liam Neeson und Orphan, haben alle dieses Was-steckt-dahinter-Syndrom. Und vor allem auch in den Tropen und wie es aufgebaut ist. In Sachen, okay, hier haben wir jetzt einen Plotfaden, der geht weiter und weiter und oh Gott, findet er es raus, oh, jetzt ist der Charakter tot, jetzt muss er wieder von vorne anfangen, das Geheimnis zu suchen. Und dementsprechend, es verwundert mich so sehr, dass sowas heute noch geht in der heutigen Zeit. In der Zeit, wo Filme eigentlich Trailer für sich selbst sind, was man ja der heutigen Generation von Filmen nachsagt, was auch stimmt. In Sachen, dass sie sehr viele Montagen haben oder Action-Szenen oder große elaborierte Dialoge zwischen zwei Schauspielern, damit man sich das wieder und wieder und wieder ansehen kann und vor allem, dass dann Leute dementsprechend animiert werden, sich das Ganze auf DVD oder Blu-ray zu kaufen. Vor allem aber in Sachen Trailern, die ja in der heutigen Zeit auch dementsprechend vermarktet werden, wie zum Beispiel bei Man of Steel, dass man halt dann all diese Exposition-Dialoge rauszieht und diese One-Liner-Trailer-Sprüche mit reinstampft und eben entsprechende Kampf- oder Fighting-Montagen mit einbaut. Früher war das einfach anders. Und früher hätte man auch so einen Film wie Non-Stop durchaus bringen können, wenn du eben meinetwegen in den 50er, 60er Jahren, mit einem Humphrey Bogart-Film, du dann vor allem, ich weiß nicht, wie viele Leute vor allem in der heutigen Generation sich noch dran erinnern, denn seit den 80ern gibt es das nicht mehr, so eine Narration darüber von einem Sprecher, was, oh, Humphrey Bogart in seinem neuen Film, Casablanca, schauen Sie sich an, von den Machern von, mit entsprechenden Schauspielern, für nur 6,99 werden Sie das größte Abenteuer Ihres Lebens erleben und Ihr Herz wird zerrissen werden vor Spannung und Emotionen. Und hier ist ein Beispiel, das ich dazu bringen möchte. Schaut, gibt's mal ein Star Wars The Empire Strikes Back Original Trailer. Das war 1980. Da habt ihr auch in Sachen, oh hier, von den Machern von Star Wars, ein neues Epos und die Fortsetzung der grandios vorher ausgelegten Geschichte mit Mark Hamill als der allseits beliebte Luke Skywalker und bla bla bla. Aber dann gibt's ein Star Wars Return of the Jedi Original Trailer. Und dann habt ihr keine Narration mehr. Das ist nur 3 Jahre später gewesen. 1983 kam dieser Trailer raus. Da habt ihr dann all diese One-Liner und all diese Establishing-Dialoge, die euch letzten Endes praktisch den gesamten Film verraten bereits. Von seinem Aufbau, was euch vom Setting und von den entsprechenden einzelnen Action-Sequenzen erarbeitet, von den erwartet, und von den ganzen Action-Beats, die kommen und wie der Film so aufgebaut ist, von der Drei-Akt-Struktur, verrät euch der Trailer alles. Damals, als man noch eine Narration hatte, wusste man so gut wie gar nichts über den Film. Und ist einfach reingeschickt worden, oh hier, der neue Humphrey Bogart-Film. Okay, und von den Machern von Casablanca oder was auch immer. Okay, da gehe ich rein und ich muss jetzt halt einfach hoffen, dass dieser Film entsprechend Qualität bietet. Heute, um jetzt diese Brücke zu schlagen mit eben Non-Stop, ist ja das Problem, das vor allem Leute davon abhalten wird, den Film zu sehen, dass man letzten Endes, dadurch, dass man eben keine Narration mehr drüber packt, sondern letzten Endes der Film für sich selber sprechen muss, weiß man praktisch schon, was der gesamte Film ist. Du hast all dieses riesige Setup bereits im Trailer mit, oh, weißt du, Liam Neeson ist in dem Flugzeug und das Flugzeug wird entführt und dann
geschehen verschiedene, wie gesagt, eben entsprechende Action-Beats. Du siehst ja vor allem, wie er dann, wow, zu seiner Waffe hechtet. Und du, wie gesagt, du kriegst all diese Appetizer mit auf den Weg. Aber vor allem dann der Punkt, dass, oh mein Gott, Liam Neeson wird praktisch als der eigentliche Entführer hingestellt, obwohl er eigentlich das Flugzeug retten will. Und ich denke, dass da viele Leute davon abgeschreckt werden, vor allem in der heutigen Zeit, wo du das Geheimnis einfach im Internet nachlesen könntest, sich den Film anzusehen. Und sowas funktioniert auch heute eigentlich einfach nicht mehr. Aber dieser Regisseur, wie gesagt, Orphan und Unknown Identity, genau das Gleiche. Was ist das Geheimnis? Macht es einfach, obwohl es null marketingtechnischen Sinn ergibt, in der heutigen Zeit noch solche Filme zu drehen. Und dementsprechend, um jetzt zur Kritik zu kommen, möchte ich mich entschuldigen für das, was ich jetzt tue, denn normalerweise tue ich es nicht. Der Entführer ist irgendein Typ. Tut mir leid, dass ich das jetzt machen musste. Weil die Trailer sind so dermaßen drauf ausgelegt auf, oh, wer ist es? Oh mein Gott, ist es jemand, der Liam Neeson kennt, der irgendwie in Relation zu ihm steht? Irgendjemand, der ein großes Setup am Anfang ist? Ist es, wie gesagt, ist es Charakter XY, der im Trailer gezeigt wurde? Nee, es ist irgendein Typ. Warum ich das sage, warum ich so ein Arschloch bin und euch komplett diese Vorfreude gebe, ist, ich möchte euch nicht die Vorfreude nehmen, sondern ich möchte euch Freude am Film schenken. Denn ich denke, dass vor allem hier viele Leute enttäuscht sein werden, wenn, oh, was ist das Geheimnis? Was steckt dahinter? Nein, steckt absolut nichts dahinter. Und trotzdem ist es ein wirklich guter Film. Und von der Seite aus möchte ich Leute dazu animieren, den Film zu sehen. Nicht wegen, was steckt dahinter, was ist der Plot-Twist. Nein, es gibt keinen. Und er ist auch nicht wirklich gut ausgefertigt. Und es gibt auch viele Dinge, die nicht wirklich erklärt werden. Oh, wie hat der Entführer jetzt das geschafft? Wie hat er die Person getötet? Es wird viel offen gelassen und vieles, das, wenn man es wirklich eruieren würde, vermutlich wenig Sinn ergeben würde. Weißt, oh, wie hat er das geschafft? Wie hat er es geschafft, dass die Situation genauso ausgeht, dass das dann praktisch seinen nächsten Teilplan, weißt, in Bewegung setzt? Weißt, vieles, das dieses Joker-Syndrom aus The Dark Knight, was in The Dark Knight nicht schlimm war, weil es ein abgedrehteres Setting war. Hier ist es wesentlich realistischer. Viele Dinge, die am Ende nicht wirklich Sinn ergeben. Aber das ist nicht wichtig. Was wirklich faszinierend war, war für mich, dass nicht das im Mittelpunkt steht. Oh, wer war's hier? Weil zum Beispiel Flight Plan. Ich weiß nicht, wie viele Leute noch Flight Plan kennen. War ein katastrophaler Film in meinen Augen. Auch hier, Flight Plan war dieses Prime Example für mich, wo ich sagen konnte, ja, yeah, das sind all diese so halberten Krimi-Tropen, weißt du, oh, jetzt folgen wir praktisch hier dem Plot oder der Möglichkeit und dann muss sie die Hürde überkommen, um zum Ziel zu kommen, aber oh nein, entweder stirbt die Person oder irgendwelche Informationen werden gelöscht und dann muss praktisch der Hauptcharakter wieder von vorne anfangen. Und genau das habe ich mir von Nonstop erwartet am Ende des Tages. Und letzten Endes passiert es auch so ein bisschen, dass praktisch, oh, wir schneiden jetzt den Plothergang an, aber oh nein, dann stirbt der Charakter oder wehrt sich so sehr, dass Liam Neeson ihn töten muss und muss dann wieder von vorne anfangen. Aber trotzdem hatte der Film so viele positiven Seiten, vor allem von der wirklich genialen Regie, die unglaublich gut umgehen konnte mit wirklich wenigen Cuts, wo ich immer froh drum bin, wenn Regisseure ihren Shot so lang wie möglich halten können, ohne gleich in ADHS oder entsprechende Epilepsie-Cuts auszuarten, ist immer super. Aber auch die Atmosphäre und das Licht und das Framing. Unglaublich professionell. Also wirklich Respekt an der Stelle. Der Regisseur, obwohl er eigentlich nur Popcorn-Entertainment zustande bringt, so wie es aussieht, von seiner bisherigen Reputation her, weil ich meine, ich habe Orphan und Unknown Identity gesehen, wirklich super. Ah, wirklich, wirklich tolle Regie an der Stelle. Allein deswegen schon anschauenswert. Aber hauptsächlich ist es für mich faszinierend, wie wirklich im Fokus steht, und das ist ja auch mein Punkt in Krimis, es sollte nicht der Fall an sich im Mittelpunkt stehen, sondern wie der Hauptprotagonist damit umgeht und was es für ihn bedeutet und wie es ihn berührt und wie es die Leute um ihn tangiert und wie er mit der Situation umgeht, das ist viel wichtiger. Und das hat der Film wirklich toll gemeistert. Wenn sie am Ende es wirklich noch gebracht hätten mit, oh, einem großen Twist und wie gesagt, oh, was steckt dahinter, dann wäre es sogar ein großartiger Film gewesen. So ist es lediglich ein guter Film.
Wie gesagt, mit wirklich eingängigen Dialogen und einfach allgemein wirklich ordentlich und gut geschrieben. Es bricht nicht in zu viel Action aus und das ist wirklich von all dem, was der Hauptcharakter tut und wie die Situation nach und nach eskaliert, ergibt letzten Endes, möchte ich behaupten, alles Sinn. Ich bin wirklich komplett zufrieden und wie gesagt, es tut mir leid, dass ich gespoilert habe, aber ich denke, es ist im Positiven, dass ich den Film gespoilert habe, weil ich denke, dass Leute super mega angepisst sein werden, wenn dann, oh, es ist einfach ein Typ, ist der Entführer. Weißt du, ich meine, ja, der Charakter hat ein bisschen Setup, aber nicht wirklich. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, ich möchte euch jetzt nicht zu viel, weil ich habe euch ja jetzt nicht verraten, wer es ist. Wenn ich jetzt zu viel, wenn ich könnte jetzt noch mehr vorweggeben, dass Leute dann wirklich wissen, wer der Entführer ist, aber das ist nicht notwendig. Der Punkt ist, Leute müssen nur wissen, dass es gibt keinen großen Twist. Sondern wirklich, für mich persönlich war der Film einfach gut ausgearbeitet, weil sie sich auf all das konzentriert haben, auf was man sich in einem Film konzentrieren sollte. Was wirklich einen guten Film ausmacht und einen Film von einem technischen Aspekt her, wie gesagt, vom Skriptschreibe, von den Dialogen, von der Regie, wirklich erneut anschauenswert macht. Ich bin wirklich vollkommen zufrieden damit. Ich würde dem Film 7 von 10 Punkten geben und ich hoffe, dass es mir Leute verzeihen können. Normalerweise vermeide ich Spoiler. Ich meine, ich habe jetzt nicht hundertprozentig gespoilert. Ich hoffe, dass Leute verstehen können. Ich habe es in eurem Interesse getan. Weil ich denke, dass viele Leute angepisst sein werden. Und ich war es auch bis zu einem gewissen Grad, weil es so unclever war und einfach, oh, okay, der Typ war es. Und ich denke mir, okay, Wayne. Dementsprechend war ich aber wirklich überzeugt vom Film, weil er ansonsten alles so richtig gemacht hat. Und ich das nicht habe kommen sehen, weil ich mir wirklich einen neuen Flightplan erwartet hatte. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es das für viele Leute auch nur. Aber ich fand Flightplan so schlimm. Ich weiß nicht, das war wirklich nur, oh mein Gott, was steckt dahinter? Was? Und die Auflösung war dann so bescheuert. Oder wie Unknown Identity. Auch Unknown Identity hat mir auch nicht wirklich gefallen. Das war halt auch wieder, oh, jetzt folgen wir dem Plot-Thread. Und oh, da betrügt ihn dann der Charakter. Und oh nein, dann muss er ihn töten. Und was auch immer. Ich hab null Ahnung mehr, was in Unknown Identity eigentlich passiert. Aber es ist halt, wie gesagt, die üblichen Action-Mystery-Thriller-Tropen, dass halt entsprechende Plots angeschnitten werden und dann wieder abgeschnitten werden und dann geht's wieder von dem Status Quo aus weiter. Also hättest du diese gesamte Sequenz komplett sparen können. Aber wenn du sie mit Charakterentwicklung füllst, wenn es wirklich wichtig ist, dass du verstehst, wie der Charakter darauf reagiert, was er durchmachen muss, dann hat's eine Existenzberechtigung. Und genauso hat's der Film. Dementsprechend, Respekt dafür, ich war erstaunt. Ich hoffe erneut, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug betonen, dass mir Leute das verzeihen können, dass ich praktisch das Ende gespoilert habe, aber ich würde euch trotzdem empfehlen, schaut euch den Film an. Es ist nicht wichtig, wer der Entführer ist. Es ist viel wichtiger, dass wirklich es ein guter Film ist. Dementsprechend 7 von 10 Punkten.